Hallöchen und willkommen zurück im heißen Deutschland Bausimulator 2015. Hallo. Guten Tag. Ja, machen wir weiter mal mit unserem kleinen Firma-Ding. Ja. Yeah. Aufträge. Hast du schon Hallo gesagt? Noch mal. Ja, du hast gerade Hallo. Vielleicht. So ein bisschen. Hab ich wieder voll vergessen. Das ist doch so, immer wenn du im Urlaub bist, da könntest du einfach alles vergessen, war da nie was? Ich bin ja nie im Urlaub. Ich weiß. Schön wär's, nie so wie du. Ich nehme hier direkt erstmal. Jetzt wär's hier im Urlaub. Dem Auftrag. Monatliche Abrechnung. Den Auftrag hier an. Ist jetzt ohne Baggern ein bisschen mit der Betonpumpe und so und ein bisschen Walzen und so und. Ja. Guter Einstieg. Nimm einfach an, ey. Ist nicht ganz so wilde gleich, muss man nie, ne? Aber man muss Klimas, ja, funktionieren die Klimas in unseren Autos wieder? Nein. Jo, welche besorge Autos? Zweimal Zementsäcke, besorge was noch so? Zweimal Abwasserrohre und irgendwas noch. Zweimal Wandgrundierung natürlich. Warum frage ich eigentlich? Warum eigentlich? Okay, dann fahre ich mal zum Baustoffdonger. No. Und wir müssen dann. Fahre ich schon mal unseren Grünen dahin. No, wir müssen dann auch walzen. Nehme ich den Blauen mit. Sister Mago kann dann auch irgendwann walzen, wenn er das möchte. Ja. Yeah. Ist der Blaue? Ach, dahin. Hier hinten, genau. 10 Kilometer weg. Und wo müssen wir denn überhaupt hin? Was ist denn die Baustelle? Die Baustelle. Die Walze steht übrigens hier oben. Die Walze steht da oben, ja. Wo ist überhaupt die Baustelle? Die Baustelle scheint nie weit weg zu sein. Ist hier gegenüber direkt. Geil. Das macht Sinn. Fahren wir weiter. Mensch, das war jetzt ein anstrengender Weiterweg. Ja, wo muss ich jetzt hin? Scheiße, kann ich jetzt nie sagen, dass ich mich verfahren habe. Aber das Gute ist, ich hol mal die Walze, die kann man auch so hier rüberfahren. Nein. Das funktioniert diesmal, das stimmt. Soll ich hier walzen, bitte? Hallöchen. Was bauen wir denn überhaupt? Na eben. Ich glaube wieder so eine Lagerhalle. Boah. Macht sie im Industriegelände ja ganz gut. Halt, stopp. Halt. Immer das gleiche mit dir. So, toll, so. Da haben wir ja alles. Katsching und Abwasserrohre. Ja, ich fahre das mal nicht zu weit aufs Gelände drauf, weil... Ja, am Ende sagen sie dann, oh, du musst das unbedingt wegfahren. Genau. Ah ja, ich parke mal hier draußen auf dem Parkstreifen. Jo. So, jo. Brauchen wir noch alles? Brauchen wir mal. Brauchst du noch jemanden, der mit offlädt, oder... Ja, von mir aus. Wobei das eigentlich. Wobei das ja immer in die Hose gegangen ist, wenn zwei Leute aufgeladen haben. So. Naja, hier geht, heute geht bei der Hitze alles in die Hose, von daher. Das stimmt. Der ganze Saft. Baugerüste, Stahl vom Baustoffhändler, dies, das, jenes, Gießen. Ach, nach Gießen geht's halt wieder. Ja. Hat das schon wieder mit der Stadt zu tun? Immer diese Schleichwerbung. Wir werden dafür bezahlt. Immer das mit Gießen. Yeah. Ich glaube, den Witz kann man immer so lange bringen. Nee, das, irgendwann ist Schluss. So, bin da. Wer noch? Fängt schon wieder gut an. Upsi. Klapp halt mal das Teil nach vorne, du. Bastard. Ah, jetzt. Hey, nicht so keine bösen Wörter. Arg, wo klemme ich denn? Merkst du das nie? Die erste Ladung ist schon wieder kacke hier. Bist denn jetzt so? No? So. Sonst nie so gewesen. Wer fährt mir hier im Weg rum? Der Mago, natürlich. Ich nie. Kann nur einer sein. Stellt sich's. Das ist ja unerhört. Dann haust du das Ding dort unten raus. Hä, du kommst ja da dran? Was soll denn das jetzt? Was bist du denn jetzt so? Nie.
Komm ich nie. Nie, nie, nie. Nee, das mach ich nicht. Oh. Ja, 140 Grad heute in Görlitz. Ach, dann geht's ja. Ja. Wollte ich euch nur mal sagen. Ich hab nur gesehen, dass, wo hab ich denn gesehen, dass ein Segelflieger in Görlitz notlanden musste wegen der Hitze? Und die Thermik irgendwie abgerissen ist oder so? Danke. Irgendwo in einem Maisfeld notgelandet. Wart ja bloß noch auf die ersten Blow-Ups wieder von den Straßen da. Ah, das Asphalt das wegpoppt. Ja, ja. Da war gleich wieder, oh, wieder voll die Gefahr. Ach, die mir so, hä, das war die ganzen Jahre jetzt vorher auch nie so extrem, was machen die? Naja, willst du mir nie beantworten. Das, was halt im Winter nicht rauspoppt durch Frost, das geht halt im Sommer raus. In den Görlitzer Straßen. Was willst du machen? Alles Kacke. Ein bisschen so. Schwung voll geschoben. Dann geht's hier oben weiter. Nein. So ein Teich, ihr macht wieder mal nichts wahrscheinlich. Ne, ich hol grad den zweiten Pritschenwagen, weil wir müssen ja noch mehr Sachen später holen. Der zweite Pritschenwagen steht hier. Ich hol den zweiten Pritschenwagen, ja stimmt, das ist ja so weit weg, die Baustelle. Es ist mir gerade so eingefallen, also vor 10 Sekunden, bevor du gefragt hast, was ich mache. Ja, dann hast du die ganzen 8 Stunden vorher nichts gemacht. Der zweite Pritschenwagen hat übrigens der Mago. Ja, ach so, eben. Da läuft natürlich die ganze Alter, ey. Schöne Ausrede finden, die nie einmal wasserdicht ist. Ja, das kann ich gut. Naja. Du kannst gern den kleinen Pritschenwagen holen, aber der wird dir nie so viel bringen, wa? Ja, da kann ich über 4 ganze Sachen aufladen. No? Aber was? 6, wenn ich gut. Ach, da gibt's doch noch übelst viel, was man mitnehmen muss. Gerade nie. Ja, jetzt ja, aber dann. Nicht, aber später. Irgendwelche genau. Eisen oder so mal wieder. Ah, du hast den Rest schon. Gut. Nice. So. Muss ich ja noch irgendwie Ladung nochmal anstupsen, damit sie drauf steht, ja. Natürlich. So, dann steige ich jetzt mal aus, um die Ladung zu sichern. So, hätten wir das auch dokumentiert. Super. Margo, super. Jetzt werde ich die Stützfüße einfahren. Ja. Mhm. So cool bin ich. Oh. Ich fahre schon mal los. Und dann fahre ich schon mal los. 2 halbbeladene Pritschenwägen. Wägen? Wägen. Ist das nie Wagen? Nee, Wägens. Wägens. Mhm. No? Das ist die offizielle Mehrzahl. Väginas. Da kannst du auch im Duden nachgucken. Schiss. Oh. Ist wieder 2 Autos weggefahren hier. Ich? Nö. Ah ja. Never. Oh, jetzt klemme ich aber schön. So. Erstmal schön den Grundstein verunreinigt. Wo ist denn der Teichi jetzt? Na, ich fahre jetzt gerade mit dem Kleinpritschenwagen. Wow. Uns. Baustoffhändler. Was ist denn da? Da ist doch nichts. Doch, für doch, später. Im allerletzten Abschnitt gibt es da auch noch 25 Millionen Sachen, die du mitbringen sollst. Da hilft der kleine Pritschenwagen viel, wa? Ja, das durfte ich alles drauf kriegen. Kriegst da 25 Millionen Sachen. Ich hätte gedacht, der Teichi macht jetzt was Vernünftiges und entsichert mal unsere Ladungen, aber nö. Meine ist schon entsichert. Die 5 Sekunden hast du ja wohl auch selbst auszusteigen. Nee, du könntest auch mal hier was Produktives machen. Nö, sehe ich ja gar nicht ein. Also was ist los mit dir? Ich und Produktives machen. Was? Ja. Auch in Real Life so. Ja, genau. Hier, Teichi, dein Kollege fragt, ob du wach bist. Ich bin immer wach. Mein immer Kollege? Breit. Welcher Kollege? Ich hab zur Zeit, ich hab dir Twitch gerappelt. Scheiße. Ich seh den Chat nicht. Ach so. Du dämlich, ey. Hab ja keinen zweiten Monitor hier. Chat nicht, also. Ich hab ja keinen zweiten Monitor. Wieder eine neue Ausrede. Oh Mann, ey. Ich kann ja dann mal mein Tableau holen und dann. Ja. Siehst du? Hast du nämlich doch einen zweiten Monitor und uns erzählst du wieder so eine Scheiße. Ich hasse dich auch. Ja, ich hasse dich bloß 2 mal mehr wie du mich. Das ist in Ordnung für mich.
dreimal Bitumen und drei große Ziegelsteine Beton. Würden das nie genehmigen. Der haut damit ab. Was? Ach so. Was? Was will er damit abbauen? Ja, du wirst schon sehen. Der macht nämlich seinen eigenen Baustoffhändler auf. Ach so. Genau. No. Deswegen sind unsere Gebäude immer nur halb fertig. Dreimal Beton. Ja, man muss ja klein anfangen, ne? Brauchst du gar nicht so lachen. Stimmt, ich hab dich durchschaut. Ja, deswegen lache ich ja, weißt du, weil es soll ablenken davon, dass du mich durchschaut. Wer will wen ablecken? Na, niemand? Niemanden? Vom Wegen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Du schlägst, Teiche, du schläfst auch immer auf Arbeit, vom Wegen immer wach. Wer erzählt denn sowas schon wieder? Ist hier etwa der Herr Carsten Thomas online? Geh weg, Carsten, geh weg! Ich weiß nicht, danke aber das für die ist Information, anonymer Spinner, wollte ich gerade sagen. Das ist oh Mann. Eolus, aber 79. Ja, das ist er, der böse Carsten. Der erzählt Lügen. Halbwahrheiten. Ich glaube nicht, dass er lügt. Nimm das Halbwahrheiten. Aber, daher, dass er 79er Baujahr ist, ist er ganz schön alt. Was bist denn jetzt so? No? Sieht er wirklich so alt aus, wie er ist? Alter. Muss ja den Teichi dann doch mal unterstützen. Okay, da haben wir schon mal den ersten Teil gebaut. Anscheinend wird es doch ein Bürogebäude. Dann fahre ich schon mal mein Gestänge aus. Zum Glück ist hier eine große Kreuzung, wo man unsere ganzen Fahrzeuge hinstellen kann. Ja, habe ich auch gemacht. Ich finde da nichts Verwerfliches dran. Wo ist denn der Grüne? Da hinten. Ja, der steht hier voll im Weg. Im Weg. Ich muss sagen, Ladungssicherung hier mit einem Stapler im Spiel geht doch einfacher als im echten Leben. Ach so. Kommst du denn auf das dünne Eis? Naja, seitdem mir das letzte Mal fast ein paar Kisten runtergefallen werden von Stapler. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, mit dem Gabelstapler zu arbeiten. Ach, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Du hast doch aber nur gepennt, dachte ich. Sekundenschlaf. Ja, ne. Genau. Deswegen sind doch die Kisten runtergefallen. Habe ich jetzt das Popolöchel aufgemacht? Ja, ja. Du hast bloß dran gestanden schon. Ich hab nur schon angedockt. Du hast schon angedockt, ne? Oh, Teichi wird die Rache fahren. Kannst du das bitte aufnehmen? Da wäre ich echt froh darüber. Teichi wird meine Rache auch sehen. Machen? Nicht, nicht. Alles gut. Was aber ihr seid doch in ganz anderen Standorten, oder? Ja, wir sind ungefähr 7 Stunden auseinander. Das dauert. Wird eine lange Rache. In ungefähr 7 Stunden ist das, irgendwas passiert. Es gibt auch IT-Rachen, muss ich mal sagen. Also, ich finde das jetzt nie so abwegig. Aber fühl dich ruhig in der sicheren 7-Stunden-Zone, hm? Ja, ich fühle mich erstmal in der sicheren 7-Stunden-Zone. Ja. Genau. Kann er bei uns ja noch. So viel IT noch nie aufgebaut, dass er mir irgendwas kaputt machen könnte. Mal eben Klausner in Rocky Mountain DDoSen. In Brand gesteckt und dann sagen, er war's. IT-technisch in Brand gesteckt, das will ich sehen. Klar, ja, einfach alle Sicherheitsmechanismen ausgeschalten, die Server Überhitzung schützen. Die sind ja eh noch aus. Ach, geht's ja. Die laufen noch gar nicht, die Server. Brauchst du, weil die Klimaanlage 3 Wochen nie ging. Schön. Oh. Ja, bei uns, die Techniker in Amerika, die sind extrem schnell und extrem gut. Da war viermal ein Techniker da wegen unseren Klimaanlagen, die durchgebrannt sind. Ah. Und hat jedes Mal neu gesagt, er muss mehr Teile bestellen, er muss mehr Teile bestellen. Es ist mehr kaputt, als er dachte, er muss mehr Teile bestellen. Und da habe ich nach dem vierten Mal schon zum Kollegen gesagt, ja, wie wär's denn, wenn er einfach das komplette Gerät austauscht? Das wäre vielleicht einfach. Und da kam er dann nächsten Tag und hat es ausgetauscht auf einmal. Das ist ja verrückt. Ist verrückt gewesen. Das ist eine Story, da bin ich schon wieder total unbeeindruckt. Drei Wochen lang ging die scheiß Klimaanlage nicht. Das ist ja schade. Warum füllt sich denn andauernd das Ding auf und dann wieder nie? Wisst ihr nie, eigentlich kriegst du Suppe volle Mühle. Oh. Jetzt volle Mühle. Sinkt das schon wieder übelst. Jetzt ist wieder weg. Ein bisschen meinen Schwänzel hin und her bewegen, aber eigentlich
Jetzt geht's schneller. Siehste? Okay. Gehen mal mit Profis arbeiten, ey. Strange. Strange, strange. So, dann hier hinten noch ein bisschen lang spritzen. Oho. Der wird auch nie alt. Was? Der wird auch nie alt mit dem Spritzen und dem langen Schlauch und dem Ärschel. Nee, und nee, den Schwänzel der, ist, und der bleibt immer jung und knackig. Ja, ja. Versteht ja, zwar ja gar nicht, was ihr für Anspielungen hier macht, aber was machst du denn sonst also Betonspritzen? Das verstehe ich jetzt nie. Nehmen wir mal den großen Pritschenwagen, den ihr so extrem gut auf der Straße abgestellt habt. Nimm, die letzten zwei Sachen, no, die nicht mehr auf den Kleinen gepasst haben. Ach, jetzt nochmal arbeiten. Ja, schon klar. Ja, ja. Tu ja, wenigstens ja so. Tu wenigstens so. Danach da geh ich ist mal Walzen, hinter. Wie viel Prozent habe ich denn? Müsste ich nie so ein bisschen? Ein bisschen. So ein bisschen 62. Sieht gut aus. Der vordere Bereich wahrscheinlich dort noch, wa? Ja, mach ich hier noch, weil dort vorne komme ich jetzt ganz ja schlecht ran, aber da. Hier kann nur alles zugesaut werden. Ja. Sehr schön. Ja. Da ich, der ist doch jedes Mal wieder was kaputt gemacht an der Klimaanlage, wenn der Techniker weg war. Natürlich. Nee, die Klimaanlage ging ja nie nach dem. Das Witzigste war ja immer, er ist gegangen, ohne mir was zu sagen. Er war dann einfach weg. Ich gehe dann in den Server rumrennen und versuche die Klimaanlage anzuschalten. Geht nicht. Und der ist einfach gegangen und hat nichts gesagt. Ist das wieder eine lustige Story? Ist ja gut, dass du erstmal versucht hast, die Klimaanlage einzuschalten und nicht die Server hochzufahren. So weit habe ich schon mitgedacht. Das hätte ich dir eigentlich gar nie so zugetraut. Nee, ich mir manchmal auch nie, aber. Das wäre spannender manchmal gewesen. Manchmal denke ich ja doch mit. Ich meine, die Server wären ja nicht gleich gestorben, aber kaum waren sicherlich 30 Grad, von daher. Ja. Na gut, 30 geht, 40 ist schlimmer. Ja, ja, aber wenn die Server dann immer laufen, dann wären es so 40 Grad bei geschlossener Tür. Naja, passiert. Jetzt gehen sie ja, nachdem er sie komplett ausgetauscht hat, ein ganz anderes Wochen Modell. Ah ja, dann ist ja schön. Mann, ist das jetzt mal erledigt hier? Na, gleich. Bist, ist alles doch gut, jetzt sei doch mal nicht so. Ja, wir müssen jetzt hier walzen, sicherlich. Und schon wieder 6.000 Dollar bekommen. Und 290 GP, das ist ja richtig viel. Dafür, dass ich alles gemacht habe? Sicherheit. Find das in Ordnung so? Ja. Weißt so doch, das nennt man Teamarbeit. Toll, ein anderer macht's. Ne? In Teamarbeit eher. In Teamarbeit, ne. Die haben wir heute nicht mehr. Ach, du sagst sie jetzt im Stream. Und danach kommst du wieder an. Hm? Na? Bock? Na, Bock. Auch jetzt ein kleines Mal. No? Aber nur ein bisschen so? Hm? Natürlich. So, das läuft ja immer so, deswegen. Muss ich ja gar nicht mehr zu sagen eigentlich. Eben. Die Türen sind eindeutig zu eng, ich komme hier nicht durch. Das sind meine Muskeln, deshalb. Aha. Ja, ja. Hat er jetzt gesagt, wegen was? Ich habe nicht Muskeln zugehört, ich habe aha gesagt, damit das so aussieht, als wenn ich zuhören würde. Ja, man muss beim Chef auch manchmal einfach nur so tun, als ob man zuhört. Ne? Ja, oh, wir können einen Kran bestellen. Oh, Kran, oh. Wozu? Auch wenn man vielleicht nie braucht. Einfach, weil man es kann, damit man den kleinen Pritschenwagen abladen können. Ja, das macht Sinn. Zack, den großen Kran hergeholt. Einfach, weil wir das DLC haben. Genau, wir müssen ja die DLCs von Astragon GmbH auch nutzen. Richtig. Astragon. Mit Stil. So, jetzt auch gleich fertig. Ey, nicht aussteigen, du blöder Typ. Wie nennst du mich? Blöder Typ. Ach so, na, das ist okay. Total in Ordnung. So wollten mich meine Eltern nennen bei der Geburt, durfte aber nie. Blöder Typ? Ja. Nee, wenn dann nur extrem dummer Typ durften sie nicht nennen, aber das wollten sie wieder nicht. Naja, deswegen ist mein zweiter Name Joghurt. Und der erste Arschfick oder was? Das sage ich nie. Das ist privat. Privat und geht mich gar nicht an, meinst du? Ja, das ist privat, Teichi. Wie komme ich denn hier in das Scheißhaus nicht rein? Was ist los da? Ah, hier, Treppen. Oh, die Treppen. Oh, ohne Springen ist das schön. Das war durch die Tür kommst du nie durch. Nee, die ist irgendwie. Da haben sie wohl ein Glas davor gestellt oder so. Ja, wir sind ganzes, einfach zu muskulös dafür.
Ja, natürlich. Dadurch, dass wir auf dem Bau arbeiten, haben wir natürlich auch Schultern wie so ein Türsteher. Ja. Kiosksteher. Genau. Ja. Wollen wir mal realistisch bleiben hier.